Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wir waren mal wieder auf den Home Trails unterwegs und zwar auf der Suche nach neuen Trails. Und ich habe sozusagen das erste Mal gerade die GoPro auf meinem neuen Canyon Talk am Start. Und ja, heute nehme ich euch einfach mal mit. Wir machen hier so ein paar kleine Abfahrten. Das Wetter war nicht optimal, aber nichtsdestotrotz, ihr kennt das vielleicht, wir haben halt einfach Bock zu biken. Scheißegal, wie das Wetter jetzt gerade ist. Und deswegen sind wir einfach losgezogen. Wir hatten aber richtig Glück. Bis darauf, dass es super nass war, war das Wetter eigentlich genial an diesem Tag. Was halt richtig nice war, ich habe diesmal halt Strecken ausprobiert, die ich vorher schon mit dem billig Hardtail-Bike gefahren bin, und ich habe einfach nochmal heute richtig den Unterschied gespürt, was ich jetzt für ein Fahrrad habe und mit was für einem Fahrrad ich davor gefahren bin. Wenn man erstmal auf dem Bike steht und lospedaliert, dann geht es einem auch einfach gut. Und das Wetter ist eigentlich zweitrangig. Ich muss sagen, wenn ich erstmal nass bin und alles dreckig, ist mir das Wetter eigentlich schon relativ egal. Das Einzige, womit ich noch nicht so gut klarkomme, ist, wenn es richtig arschkalt ist. Und das kommt ja jetzt bald auf uns zu, beziehungsweise wenn das Video online ist, dann ist es bei uns schon richtig kalt. Und ich bin mir noch nicht sicher, wie ich diese Woche biken gehen soll. Wenn ich hier die Aufnahmen sehe, dann frage ich mich, oh Mann, da war es ja schon frisch mit 5 bis 7 Grad. Aber jetzt bei den Minusgraden, die wir gerade hier in Deutschland haben, da weiß ich noch nicht so genau, wie ich damit klarkommen werde. Aber ich glaube, ich kann nicht eine Woche lang verzichten aufs Fahren. Diese Aufnahmen hier anschaue, bekomme ich richtig Bock auf den Sommer und auf Bikeparks und auf alles, was da noch kommt, und der Frühling. Oh Mann, Leute, ich kann euch gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe mich noch kein Jahr so sehr darauf gefreut, dass es wärmer wird wie in diesem. Okay, letzte Abfahrt, Leute. Ja, ja, da. Die letzte Abfahrt ist immer die, wo man sich verletzt hat. Nein, ich bin halt aus. Ich hab das nicht. We'll be right back.
zum Schluss haben wir tatsächlich hier einen echt guten Trail entdeckt, der natürlich auch nicht so super befahrbar war, aber für die Tage, wenn das Wetter gut ist, werde ich diesen Trail hier auf jeden Fall rauf und runter fahren. Das ist auch mein Trail gewesen, wo man nicht ewig danach hochschieben muss oder hochfahren muss und nicht so sofort kaputt ist nach 2-3 Mal hochfahren. Und deswegen lässt sich dieser Trail, glaube ich, super gut fahren. Es gibt ein paar kleine Drops, ein paar technische Passagen, aber noch nicht so anspruchsvolles, dass ich mir denke, wow, hier komme ich noch gar nicht zurecht. Und deswegen habe ich mich auf diesem Trail hier mit dem Steve zusammen sehr, sehr wohl gefühlt. Ich bin ein paar Mal weggerutscht. Fuck. Ich weiß, hier sind wir doch einmal hoch, während dem Lockdown. Da haben wir jetzt kurz, Alter. Hier. Yes, und das war's dann auch schon, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen und ich konnte euch ein paar gute Vibes mitgeben mit schönem Wetter und mit Freunden unterwegs im Wald. Ich glaube, das ist das, was mir am meisten Spaß macht. Einfach in der Natur zu sein, den Kopf auszuschalten, dass ich beim Biken an nichts anderes denken kann als ans Biken, weil ich mich einfach so konzentrieren muss und ich einfach mal wirklich raus bin und einfach mal abschalten kann. Ich glaube, das ist das, was mich hier so sehr fasziniert und was mir so viel Spaß bereitet und was mich auch ein Stück weit süchtig macht. Lasst mir gerne ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und ciao.